Servus meine Bros und Hosts und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mal sagen, welche Programmiersprachen man in der Uni lernen sollte, um für das Programmieren im Berufsleben vorbereitet zu sein. Ich werde dir also vier konkrete Programmiersprachen nennen, die du zumindest in Grundzügen lernen solltest, um später ein guter Programmierer zu werden. Welche Bereiche muss man also abdecken, um später ein guter Programmierer zu werden? Am besten solltest du anfangen mit einer prozeduralen Programmiersprache, dann mit einer objektorientierten Programmiersprache, mit einer Datenbankabfragesprache und dann mit einer Skriptsprache bzw. einer dynamischen Sprache. Manche würden sagen, es ist viel zu viel, man sollte sich eigentlich nur auf eine Sprache konzentrieren und dazu kommen wir auch später. Aber für mich war es zumindest am Anfang sinnvoll, dass ich die Welt des Programmierens dadurch kennenlerne, indem ich diese vier Bereiche in dieser Reihenfolge kennengelernt habe. Warum sollte man also erstmal mit einer prozeduralen Programmiersprache anfangen? Viele moderne Programmiersprachen bauen auf diesen prozeduralen Programmiersprachen wie zum Beispiel C auf. Es gibt heute immer noch Anwendungen, die mit der Programmiersprache C geschrieben wurden und weiterverwaltet werden. Die Programmiersprache C gibt dir dann also die nötigen Kenntnisse, um zu verstehen, wie eine Programmiersprache intern funktioniert. Mit den Kenntnissen, die du dann in der prozeduralen Programmiersprache erlernt hast, kannst du ganz einfach mit der objektorientierten Programmiersprache beginnen. Und da würde ich dir auf jeden Fall Java oder C++ empfehlen. Diese beiden Sprachen werden auch vermehrt in Berufsschulen und an der Uni unterrichtet und diese sind auch wirklich anfängerfreundlich. Damit du später eine ordentliche Software schreiben kannst, brauchst du auch eine Datenbank. Und SQL eignet sich wirklich am besten dafür, um als Anfänger eine Datenbankabfragesprache kennenzulernen. Natürlich gibt es Sprachen wie MongoDB, aber SQL ist weit verbreitet und du wirst auf jeden Fall karrieremäßig sehr weit kommen, wenn du SQL beherrschst. Bei Skriptsprachen denken viele an Python, aber man darf nicht vergessen, dass es immer noch große Firmen gibt, die mit Perl arbeiten. Deswegen kann ich dir empfehlen, erstmal mit Python anzufangen und später vielleicht Perl zu lernen, wenn Bedarf besteht und du tiefere Kenntnisse erwerben möchtest. Diese Programmiersprachen solltest du dir wirklich im Studium oder neben dem Studium anschauen, wenn du später beruflich programmieren möchtest. Wenn du allerdings zeitlich eingeengt bist und nur eine Sprache lernen kannst oder möchtest, gibt es meiner Meinung nach zwei Sprachen, die dir zur Auswahl stehen. Und zwar Java und Python. Es gibt viele kostenlose Kurse, weil diese Sprachen sind sehr weit verbreitet und es gibt sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Dazu gibt es sehr viele YouTube-Videos, die du dir später anschauen kannst, damit du dir diese Sprachen selbst beibringen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen bei Fragen und Tipps kannst du gerne kommentieren. Bis dahin, ciao, ciao, mach's gut.